Und noch ein Pokémon. Ein Hornilio. Nee. Ich mag Hornilio nicht. Nichts gegen dich, ich mag dich aber nicht. Jo, Route 25. Natürlich haben wir gerade Sparky ausgewählt und da kommt schon ein erster Wanderer. Das war ja mal klar. Ich sollte nicht so viel die Stimme ölen. Mit Stimme ölen meine ich natürlich immer was trinken, ne? Nicht, dass ihr mir denkt, ich kipp mir Öl in den Hals. Olivenöl oder so. Motoröl wäre natürlich noch besser, aber nee, tue ich natürlich nicht. So, dann switchen wir jetzt zurück zu Konga. Und machen diesen Wanderer platt. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit. Naja, bis du diesen Weg zurückgelegt hast, muss ich nochmal über die Nuggetbrücke und alles. Wanderer Kasper. Natürlich setzt du jetzt keine Gestein-Pokémon ein, sondern mach Rollo. Unfair. Einen Silberblick, zwei Karateschläge sollte reichen. Energiefokus. Oh Gott, naja, ein Crit sollte hier Konga überleben. Wurde nicht mal eine, haben wir sogar Glück gehabt. So, dort machen wir Hollow. Wer kommt jetzt? Kleinstein, haben wir wenigstens noch einmal Glück. Können wir noch einmal eben locker einen besiegen. Karatschlag. Es reicht nicht. Und das passt. Naja. Dafür kommen wir jetzt erstmal ausgedient auf dieser Route. Zumindest kriegen erstmal Sparky und Toasty ein Level up, bevor Konga das nächste genießt, also bevor Konga überhaupt auf Level 18 kommen wird. Deshalb sollte es eigentlich gar nicht so schwer, also so schlimm sein. Da ist aber noch ein Wanderer. Naja. Den kann Toasty dann machen. Toasty hat da schließlich Metallklaue. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Aha, aha. Und was? Ludger. Ein Teenager sieht mir nicht aus wie Ludger. Naja. Ratfratz hat natürlich wieder leichtes Futter für Konga, aber passt auch so. Zack. Der Rutenschlag bringt dir nichts, wenn du nicht angreifst. So, ciao. Fast Level 18. Oh, das Habitak ist... Auch wenn wir natürlich so einen beschissenen Spezialangriff haben, aber... Zwei Level drüber und sehr effektiv. Komm, Daumen drück. Natürlich nicht. Static, perfekt. Puh! Alter! So. Level 18. 22er Spezialangriff. Naja, dafür sind wir sehr schnell. Ist richtig gut, dankeschön. Ach, da wir eh gerade Level 18 geworden sind, können wir auch sofort aufs Toasty wechseln. Müssen wir nicht zum Pokémon Center rennen. Hi du. Du möchtest zu Bill? Aber erst muss er. Aber erst wird gekämpft. Alvaro. Mit Onix. Level 17 sogar. Naja. Mit zwei Mega Metallklauen. Ich. Ja. Hab Onix unterschätzt. Naja. Stimmt, die Metallkreuze erhöht den Angriff. Habe ich ganz vergessen. Mit dem erhöhten Angriff sollten wir mit zwei Metallklauen eigentlich den Rest schaffen. Es wird ein Crit.
wir haben ja natürlich wieder so ein Glück, denn ein Angriff von Onyx hätte uns wahrscheinlich one-hitted, da sehr effektiv und geviertelte Verteidigung. Und sind Level 18. Wie schnell das auch immer geht, ne? Jetzt müssen wir aber zurück, weil jetzt ist wieder Konga dran. Kindersnedu. Freue ich mich, wenn wir fliegen haben. Das dauert aber noch. Welche VM kann man eigentlich benutzen nach Azuria City? Nee, Zerschneider doch. Sonst könnte man ja die dritte Arena gar nicht erst betreten. Nee, ich habe gerade mit Zerschneider gerechnet, weil man ja Zerschneider braucht, um die dritte Arena betreten zu können. Da habe ich Zerschneider halt mit der dritten Arena in Verbindung gesetzt, aber das ist ja Blödsinn. Die erste Arena bringt Blitz, die zweite ist Zerschneider und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Wo wir Zerschneider herkriegen, wissen wir ja. Und du kommst leicht unerwartet. Ich habe in Oranien City mit meinem Papa auf der MSN eine Party besucht. Wow. So, was ist dein erstes Pokémon? Einziges Pokémon? Mein Fleckmon. Naja, gegen ein Psycho-Pokémon sollten wir... Ist Fleckmon schon Psycho? Ich weiß gar nicht mehr. Bin mir ganz sicher. Zumindest sollten wir gegen Fleckmon nicht so waghalsig... Nee, ist ein Wasser-Pokémon. Mit einem Kampf-Pokémon rangehen, aber weil es ein Wasser-Pokémon ist, können wir ja mit Sparky ran eben schnell. Sollte es kurz einen Prozess machen. Getackelt. So. Na, kurz einen Prozess. Ich lache. Heuler. Mach ruhig weiter. Wir haben keinen physischen Angriff jetzt gerade. So, das war Fleckmon. Und das war Emil. Hab ich ganz vergessen, weil er so ein einziges. So, und wieder zurück zu Koga. Jetzt kommt eine Camperin. Hallo, mein Freund ist cool. Warum? Picknicker. Achso, ja, die männlichen sind Camper, die weiblichen sind Picknicker und Picknicker heißen Rot. Und lass mich raten, wenn du Nidoran männlich hast, hast du auch wieder Nidoran weiblich. Ihr seid so vorhersehbar. Naja. So, Verteidigung wurde gesenkt, Energiefokus. Naja, ein Crit ist locker. Locker wegsteckbar. Für eine nicht sehr effektive Attacke war das ganz schön stark. Für eine normal effektive Attacke war das genauso stark. Und das war eh klar. Oh, die Drecksgiftdorn. Mann! Naja. Zumindest auch fast Level 18, dann können wir wieder zurück auf Sparky wechseln. Und Shiggy war wirklich Level 18, nämlich die Zahl 18 sieht mir jetzt gerade genauso aus wie die von Shiggy. Ah ja. Also Leons Shiggy natürlich, ne? Nicht, dass ihr irgendwie was verwechselt. So. Das ist natürlich gleichermaßen scheiße, dass die Verteidigungssenkung natürlich nichtig macht. So, dann machen wir es halt gleich normal. Er macht es gleich normal. Das können wir bis ins Unendliche treiben. Naja, zumindest bis 6 Runden. Dann bringt es nichts mehr. Dann könnte man nur noch so lange weitermachen, bis einem die AP ausgehen. Aber jetzt greift er mit Doppelkick an. Ich bezweifle, dass wir ihn one-hitten werden. Deshalb müssen wir switchen. Okay, wer macht das? Sparky macht das mal. Au. Wow.
Naja, nicht so dolle Aua wie bei Konga, aber naja. Ist genug. Mann, dieser Spezialangriff. Du machst mich fertig. Warte, ich blöd, Mann, das ist ja doppelt gesenkte. Naja, nur ist egal. Das hat ja nur gegen Menki nicht dich gemacht, nicht gegen uns. Also nicht generell gegen uns, weil Nidoran weiblich hat ja trotzdem zweimal eine gesenkte Verteidigung drin. Trotzdem noch ein weiterer Giftdorn. Das ist doof. So, maximal KP 44, Angriff 39. Geil. Picknickerhut wurde besiegt. Können wir gleich nochmal wieder zum Pokémon Center latschen mit dem Gift. Das ist nämlich nicht so gut zu Kirschen essen. Naja. Also die sterben hier weg, wie die fliegen. So, zum Glück ist Toasty immer noch unverletzt. Da 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 da. Wieder geheilt, alles auf Anfang. Nein, ich will ihn nochmal heilen. Ich will Konga wieder mit Sparky tauschen. So. Gut. Sparky muss als nächstes nochmal gegen ein... Ich weiß ja nicht, was kommt als nächstes? Ein Picknicker oder was? Nee, schon wieder ein Wanderer, oh nö. Ach, was soll's. Hi. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Bill vielleicht? Vier Pokémon, Alter. Also wenn Konga da nicht Level abkommt, dann... Na gut, bei Level 13 ist das jetzt lachhaft. Je mehr Pokémon, desto geringer das Pokémon-Level. Aber das ist ja auch klar, weil man nur mit einem einzigen Pokémon spielt, kriegt dieses Jahr auch die ganze Erfahrung, ne? So, viermal Kleinstein auf Level 13 bringt nicht so viel. Aber naja. Zack. Dafür Free XP. Doch, könnte fast für ein Level abreichen. Warte. Ja. Nee, das letzte ist Macholo. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ob Macholo mehr oder weniger Erfahrung gibt. Bin ich mal gespannt. Ich bin schneller als du, da bringt dir dein Silberblick nichts. So. Mehr sogar. Jo, wir sind Level 19. Damit ist Konga jetzt sogar Spitzenreiter. Wer hätte das gedacht? Du hast mich besiegt. Ich hoffe, das war der letzte Wanderer auf dieser Route, weil... Naja, den Rest kann den anderen Wanderer... Also andere Wanderer kann Toasty erledigen. Und Konga ist jetzt mal ein bisschen ausgedient. So. Ach, was wollte ich? Ich wollte da echt gerade nah dran gehen. Hallo. Die Brille, die cool. Ich habe eine Freundin. Supi. Heinz. Heinz. Wie ist die andere nochmal? Ruth, ne? Heinz und Ruth. So. Naja, doppelt Hyperzahn. Wow. Das ist ja eigentlich super. Also, dass wir mit zwei Hits einmal mal Radfratz geplättet her haben.
Hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Für Rettern brauchen wir nur wieder 3 Hits, glaube ich.